Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windbrunnen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit. Ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog. Nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Ah, Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein! Oh! Nein! Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge! Taube, ich habe dir vertraut! Ich werde euren Anhänger retten! Nein, Robert, Junge, bleib hier! Wache! Schickt mir den Igel! Ich mir. Miets, miets, miets. Diese diebische Taube. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Inner World. Ja, ich freue mich endlich, das zu spielen zu können, nachdem wir The Walking Dead fertig gekriegt haben und 400 Days, die ja etwas später kommen werden, die sind noch nicht gerendert und so, ne? Ja, ist jetzt auch egal, und zwar beginnen wir jetzt mit einem neuen Spiel, und zwar The Inner World, gerade erst rausgekommen, am Freitag oder Donnerstag, und heute ist Dienstag. Ja, ich freue mich, dass es rausgekommen ist, für Handy, nur was schade finde, gut, diese Ränder, das ist, naja, schade eigentlich. Naja. So, willkommen, möchtest du eine Einführung in diese Spielsteuerung bekommen? Ja, gib's mir. Ja, genau. So, berühre und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagieren kannst. Okay.
Interaktion mit Objekten, nicht, was, nicht, was? Ach, Nektarinsaft, okay. Nektarinsaft, tippe auf ein Objekt, um es anzuschauen oder damit zu interagieren. Inventar, deine Gegenstände findest du am unteren Bildschirmrand. Ja, Nektarinsaft, tippe auf einen Gegenstand, um ihn anzuschauen oder ihn zu benutzen. Durchziehen und loslassen kannst du Gegenstände miteinander kombinieren. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar auch auf Hotspots in der Welt benutzen. Müll, Dialog beenden, aha, tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Hast du alles über ein Thema erfahren, wird es ausgegraut. Ah ja. Zurück zum Hauptgesprächen. Okay. Ja, das war schon die Einführung. So. Du kannst die Anleitung in der Zeit unten in der Einstellung wieder abrufen, weiterspielen, Einstellung, Anleitung, Rätsel, Hilfe. So, und damit wirklich herzlich willkommen. Naja, es ist irgendwie schon ein bisschen schade, dass es so klein gehalten ist, sage ich mal. Aber überhaupt geil, dass das Spiel echt für Handy rausgekommen ist. Es ist mega geil, das Spiel ist echt cool. Und ich freue mich jetzt endlich mal anzufangen zu spielen. So, fangen wir gleich mal an. So, was haben wir denn hier alles? Aha, Taube ist da oben. Das ist hier. Was ist das hier? Gesucht? Nee, nicht das. Nein. Gesucht. Naja, wenn wir dies machen, dann womit er da rum? So, was machen wir damit? Mal gucken. Plakate. Holen wir uns das Plakat. Plakate abnehmen verboten. So, was ist da hinten? So, was haben wir hier? Müllhaufen. Will ich nichts mitnehmen. So, was ist das da oben? Phosphos. Da komme ich nicht dran. Aber gibt's jetzt Auswahlpunkt. Eine Flasche. Du Flasche. Nein. Mit gegorenem Nektarinsaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Ja. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Ah, so geil. Ja, ja, gehen wir mal da oben. Das Spiel ist, glaube ich, von Nein, Deutschland. Also ich habe das schon. Alleine drehen. Ich habe das jetzt schon. Ist schon lange her, dass es für PC rauskam und ich dann das Let's Play davon bei jemand anderem gesehen habe. Auf jeden Fall, glaub, das war aus Deutschland das Spiel. Glitschiges Deswegen sind diese Kronen. Er ist einfach zu schnell. Ja, das kenne ich auch. Nein. Ich doch nicht, nein. Robert. So, die Synchronsprache. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Ja. Die Synchronstimmen sind natürlich extrem gut gemacht, weil es aus Deutschland kommt. Tja, wenn ich mich nicht irre. Steht, kann ich sie ja mitnehmen. Jo. Oh, wenn ich mich nicht irre. Abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück. Obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Du bist ja nett. 1000 Freunde. So, dann gehen wir mal zur Täubchen da. Taube nach oben. So. Komm her. Blub. Täubchen, Täubchen, Täubchen. Put, put. Put, put. Täubchen, Täubchen. Täubchen. So, der Fisch da. Ja, nicht da hochlaufen. Alter Fisch. Im Namen Conroys. Komm da jetzt sofort runter. Jo. Der Vorspann war natürlich schon ein guter Einstieg in die Geschichte, wie um was es denn hier geht. Meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Ja. Wäre schon lustig zu wissen, wäre schon lustig irgendwie, wenn unsere Welt genau so wäre irgendwie. Du, lauf mal rüber da, Robert. Haben wir noch was? Nö. Jetzt lauf's auch rüber. Geht doch. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja, das hier. Mist, lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Ach so. So, dann reden wir mal mit dieser Hallo. Gestalt, Müllhalt, Händler. Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll. Ich am allerwenigsten.
Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Open. Ah ja. Weiterspielen. Tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Dialog beenden. Okay. Ja, ja, weiterspielen. Weiterspielen. So, was reden wir mal über den Müll. Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon ja. für mich? Ich habe ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Jo. Auf jeden Fall, Sena, wird es echt ein liebevoll gestaltetes Spiel. Eins der besten Click-and-Point-Adventure, die ich jemals gespielt habe, beziehungsweise gesehen habe. Gefällt mir extrem gut. Und, ja. Gucken wir uns, was nehmen wir, ein Taubenfutter, das ABC. Oder was soll das sein? Buchstabe. Ne, den wollen wir nicht haben. Taubenfutter, fragen wir einfach mal. Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll, genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Was ist Aspororo? Klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut. Was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauche sie gar nicht. Geil. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen? Nicht vertagen, Conroy-Fragen. Und das alles bekommst du für Aspororo. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut. Es ist nur Aspororo, eine Unterhose. Aber gehe ich wirklich nicht. Was ist das denn für Müllhändler? Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Aspiriri. Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdammt mich. Na fein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. In der Sense oder was? Was? Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid... Guck doch gar keiner zu. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das nicht. Futter. Ja, Robert ist echt lustig. So, jetzt haben wir eine Conroy-Puppe und ein Taubenfutterchen. Ah ja, können wir noch was... Nein, zurück. Böse. Können wir noch irgendwas mit denen machen? Ha! Ach, du schon wieder. Was willst du noch? Meine Selbstachtung hast du doch schon. Ja, Taube. Könnt ihr mir noch mal über die Taube? Ich muss diese Taube da fangen. Tut mir leid, mein Junge. Wenn ich hier weggehe, klauen sicherlich alle meinen Müll. Aber wer sollte... Ich sehe hier nur eine potenzielle Person. Wir. Mann, wir können auch weiter über die Taube reden, bis es ausgegraut ist. Keine Ahnung. Ich verkaufe hier Müll. Keine Antworten. So, jetzt ist es ausgegraut. Reden wir noch ein bisschen über Müll. Ich will ja alles ausschöpfen, die Dialoge. Hör auf zu betteln. Auf der Bette. So, jetzt haben wir alles abgeschlossen. Hier können wir nichts mehr machen. Nochmal wegen dem Müll. Ah, doch. Du bekommst nichts mehr umsonst. Hör auf zu Na gut. Betteln. Achso. Na, dann geh Wiederholt ich sich dann nur. Okay.
Wenn du doch noch Müll brauchst, weißt du ja, wo ich bin. Ja, das wissen wir. Kommen wir sofort zu dir. So, gespeichert. So. Können wir das hier aufmachen? Puh, ach, tatsächlich. Das riecht ja widerlich. So, was können wir denn... Was war das denn? So, was können wir denn jetzt machen? Wir könnten hier mal irgendwie... Eher schwierig. Mhm. Wir verhandeln einfach mal mit einem. Was soll ich denn damit tun? Hoppala. Keine Ahnung. Probier einfach alles aus. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Basilen gut. Die Puppe hat sogar Conroys Stimme. Naja, ist doch toll. Ach, der Robert, der ist schon lustig. Faden zugebunden. Oh, ich mach mal den Knoten auf. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, der Beutel welches ist Geld? Schon ein bisschen... Freundchen. Ja. Ich meine, dieser praktische Faden ist genau, was ich haben wollte. Ja, und dann denke ich mal, dass wir dann das da mit Dina kombinieren würde könnten. Nur reißen. Ne? Ich dachte vielleicht so ein Ding, was man fliegen lassen kann mit denen. Ne, auch nicht. Ja gut, dann nicht. Können wir das hier vielleicht mit denen da machen? Verstopfen einfach. Geht nicht. Muss man dazu irgendwie Wurm. Das könnte Spaß machen. Muss... Bringt aber nichts. Bringt aber nichts. Ja, das ist super. Wie kommen wir dann weiter? Vielleicht den Faden mit den Wurmen. Willst du einen Faden haben? Ich glaube, er braucht keinen. Der fragt einen Wurm nach dem Faden. Ja, wie geht's denn weiter? Vielleicht das mal... Nein, das hier. Hallo? Nein, das hier mit dem würde nur reißen. Ja. Tja, ja. Also, mit der Conroy-Puppe vielleicht bewerfen... Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Wie geht's dann weiter? Irgendwas bewerfen oder so? Das da vielleicht werfen? Nee. Vielleicht den Wurm mit dem Zeug hier einschmieren? Ich weiß zwar nicht, was er bringen soll, aber naja. Hey, Wurm. Du siehst durstig aus. Aha. Der Wurm. Ey, nicht rupsen. Böser Wurm. Das ist ein niedlicher Wurm. So, können wir den jetzt vielleicht mit dem Faden einwickeln? Das wird nicht klappen. Betrunkener Wurm. Können wir den jetzt damit fangen vielleicht? Den kann ich mir jetzt auch so greifen. Dann greif ihn dir doch. Ne, nicht dahin laufen. Greifen. So, komm her. Die Party ist vorbei. Die Party ist vorbei. Jetzt haben wir einen betrunkenen Wurm dabei. So, das können wir eine Angel vielleicht basteln machen. Mit dem Ding? Ne. Find aber nichts. Ja. Psst. Robert, sei ich ruhig. Ich schätze, er merkt damit vielleicht. Nicht mehr viel. Was? Alter, Robert! Der arme Wurm! Was macht der denn mit dem Wurm? Der arme Wurm! Alter! So, auf was soll ich zuerst schießen? Tja, ich denke mal auf den. Hallo? Alten Fisch. Gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. Ja, der ist schon tot. Ah ja. So, Wurm. Ist wieder frei, aber der Korken bleibt bei mir. Das ist aber nett. Hat er den jetzt mit den? Okay. Ja, was machen wir jetzt mit den? Taube nehmen? Das sind Taube, keine Katze. Wollen wir jetzt den Fisch vielleicht so nehmen? Wäre eklig. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Oh, dann vielleicht hier mitpacken. Naja, dann... Ja. Gut, dann nicht. Mit der Conroy-Puppe. Das könnte...
sehe ja auch nichts mehr. Können wir nochmal. Hat der noch irgendwas zum Einpacken oder so? Müllhaufen vielleicht jetzt. Und hier? Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Jo, nimm ihn doch einfach mit. Davon will ich nichts mitnehmen. Ja. Ja, wie geht's denn weiter? Hier vielleicht irgendwie was. Warum läuft der denn immer weg? Mist, lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Ja. Wie geht's denn weiter? Vielleicht Taube? Hey. Taube. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, weil ich ausprobiere. Naja, da. Geht das jetzt vielleicht? Gute Idee. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Schlau. Oh, das hat nicht ganz geklappt. Ja, dann schnüren wir. Was ist das denn jetzt? Wenn ich das Ende. Warum, willkommen zurück. Ja, genau, mach mal. Jetzt habe ich übersprungen, tut mir leid. So, bei 21 Minuten sind wir schon. Wir machen das jetzt hier noch fertig und dann. Einen prima Kescher. Ja, jetzt fangen wir noch die Taube und dann. Geht's im nächsten Part weiter. Hey. Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Ich, Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Oh ja, Die hat aber was? Unser Ding. Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht geklaut. Bist du eigentlich öfter was? Hier? Wie auch immer. Jetzt flirtet er. Warum heißt er? Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. War nett, dich kennenzulernen. Warum? Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste. Laura. Sag bloß, ist die. Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung. Da sieht sie hässlich aus. Öffentlichkeit, Basilienerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Was? Der Flirter, der. Das ist eine Socke. Bevor sie hier herumliegt. Jo, können wir jetzt den Fisch vielleicht mitnehmen? Ich meine, ja, nur ein Versuch. Scheinbar sollen wir den vielleicht mitnehmen. Können wir den jetzt vielleicht mit den Dingen mitnehmen? Nein. Mal versuchen, können wir es. Nee. Dann vielleicht das hier mitnehmen, um ihn einzupacken. Ja, ich dachte, wir sollen ihn irgendwie vielleicht einpacken oder so. Haben wir denn hier noch irgendwas? Guck mal, Ziele an. Du musst Laura, dem Mädchen mit der Taube finden. Versuch ihr zu folgen. Ja, das ist ja super. Brauchen wir den Fisch nicht oder so? Na gut, dann nicht. Okay, Leute, das war Part Nummer 1 von The Inner World. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen und ich bin schon gespannt, was in der nächsten Episode passiert. Bis dahin, Leute. Ciao. Euer Let's Play für Nacht. So, das war Part Nummer 1 von Let's Play The Inner World iOS Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mich noch natürlich ein bisschen einfuchsen bei dem Spiel und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffe ich. Bis dahin, Leute. Ciao.